Wir sind zurück, Elden Ring, Shadow of the Erdtree, der DLC, und wir stehen immer noch vor dieser Bosskammer. Und wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr, die ist ganz schön hart. Die Dame, die dahinter wohnt, und ich befürchte fast, wir werden noch häufiger gegen sie anrennen müssen. Ich habe gerade schon in der Vorbereitung hier gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich überhaupt gut equipped bin, weil alles, was ich habe, ist immer noch aus dem Hauptspiel. Ich war ja nicht mal im NG+. Und ja, mach halt nicht so schrecklich viel Schaden. Aber ich habe gerade irgendwie auch Spaß dran, so ein bisschen gegen die anzurennen. Also machen wir das mal. Oh, ich glaube, ich habe wieder ein Delay. Oh, Nicola, wir haben Delay. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir haben Delay. Wir haben schreckliches Delay, Nicola. Wo ist Nicola? Man muss Nicola rufen. So kann ich ja nicht gewinnen. Wir müssen ihn summonen. Nee. Oh, was mache ich? Falsche Taste gedrückt. Der Delay macht mich fertig. Nee, so geht das nicht. Wir müssen Nicola summonen. Warte. Ich muss schon Nicola summonen. Nicola! So, hoffentlich kommt er jetzt. Der hat nämlich irgendwas eingestellt bei OBS, aber das ist, glaube ich, jetzt wieder weg. Warte mal. Ja, ja, der ist ein Delay. Auf jeden Fall. Oder? Ja, da müsste ein Delay sein. Oh, jetzt ruft er mich schon wieder an. So. Nicola? Hallo. Na? Ja. Ich hab dich gesummoned. Ja. Ich glaube, deine. Oder? Warte mal. Bin ich bescheuert? Da ist doch ein Delay drauf. Da ist doch eindeutig ein Delay. Kleiner vielleicht noch. Schauen wir doch mal. Das ist ein aktuell eingestellt. Ein kleiner. Ja, da muss ein kleiner Delay drauf sein. Glaube ich. Aktuell haben wir. Meinst du? 0 Millisekunden. Hattest du da nicht 100 oder so gemacht? Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen gehirnblöd. Nee, das war dein Mikrofon. Hört. Egal. Ich geh jetzt rein. Doch, da ist doch ein Delay 100. 100. Das ist ein Delay. Ja, 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 ja. Das ist nicht. Ich muss erstmal wieder. Ach, hier sind noch 100. Was? Was denn? 100 Millisekunden waren beim Video drauf. Schauen wir, ob es besser ist. So leise. Beziehungsweise. Leider immer so ein bisschen Rätselraten, woran es liegt. Oder welches Delay jetzt der Fall ist. Wir hatten ja auch schon mal 500 Millisekunden Delay, jetzt sind es wieder nur 100. Ja, jetzt ist es größer, oder? Das ist komplett weird. Aber so. Der Ton ist langsamer als das Bild gerade. Schaden. Er ist so schnell wie kann man. Jetzt ist hier ihre 18 Attacken. Das ist ein 100 Pro, das ist ein Delay hier gerade. Okay.
Ich hätte da auch Bock, hier auch mal ein paar zu geben. Das Gefühl. Ja, klar. Natürlich. Alles auf einmal. Ein bisschen Blutungsschaden gemacht, aber er hat natürlich teuer bezahlt und ist jetzt komplett noch nicht wieder drin. Ne? So, die schnelle Rückhand. 2, 3, 4, 5, 6. Das ist genau. Ich hasse das. Das sind. Wie viele Attacken waren das jetzt? 6? Da muss man einfach wegbleiben. So. Also bei dir ist immer noch Delay, aber im Chat müsste es besser sein. Aber ich kann ja keinen Bosskampf machen, wenn ich bei mir den Delay habe. Da muss ich leider dem Chat leider den Delay geben. Nee, ich kann, also für den Bosskampf brauche ich schon leider Sound. Kannst du deinen Kopfhörer direkt an die PlayStation anschließen? Nee, aber dann ist der Ton weg. Ach so, das geht dann. Ah, scheiße. Also das hatte ich schon mal. Ich kann den natürlich wunderbar an den Controller stecken, aber der kann den Ton nur einfach okay. ausgeben und dann kriegen wir keinen Ton. Du müsstest synchronisieren. Mach mal so. Wenn du das hinkriegst. Aber ich sehe es ja auch zu spät. Ja, du musst antizipieren. Ich sehe es ja auch so. 700 Millisekunden. Ist es, ja. Oh, ich wollte Ketchup kaputt. Schaden bei der, ich glaube, die Waffen. Das ist das nicht. Ich werde vielleicht auch mal ausmachen. War heute Vormittag auch wieder, nee, eigentlich nicht. Na, sind wir abwechselnd. Einmal 7 Millisekunden, einmal 100 Millisekunden. Mhm. Ganz weird. Ich verstehe auch nicht, ich verstehe es einfach nicht. Warum? Das muss ja irgendwie durch das Durchschleifen passieren. Ich probiere ein bisschen rum. Vielleicht finde ich ja. Jetzt während des Bosskampfes denkbar ungünstig, aber das heißt, ich muss mich natürlich auch, wenn ich in einem Bosskampf bin, ne, Nikola, ich brauche den vollsten möglichen Fokus, den mein Hirn. Ist der jetzt synchroner? Das Sound? Aha! Jawolski! Okay. Na, aber das ist doch mal eine andere Nummer hier. Was für ein Scheiß. So. Ja, ja. Okay. Thank you.
mal wieder mit 100 abkommen muss, mir egal. Hier ist die Dreier-Kombo, die fängt mit dem kleinen Kinnhaken an, das ist die 4, 1, 3, 1, 2, jetzt kommt die Dreier-Kombo wieder an. Also ich muss jetzt wieder in den Modus kommen, dass ich seine Attacken lese. Dafür brauche ich Konzentration, das mit dem Sound und so. Ich habe ein bisschen rausgebracht, aber ich habe ehrlich gesagt, was mir am meisten Angst bereitet, ist, dass ich hier 10 Minuten mit ihr tanze und in höchster Konzentration versuche, ihre Attacken zu lesen und dementsprechend zu reagieren. Und dann kommt die zweite Phase und die ist wahrscheinlich dann dreimal so schwer. Und bis ich die gelernt habe, muss ich jedes Mal wieder gegen ihn hier tanzen. Das ist der Dreier-Kombo. Nee, also jetzt macht er die Vierer. Okay, alles klar. 1, 2, 3. Aber es ist die Dreier. Ja, und das, okay. Wir sehen, wir sind wieder so ein bisschen in der Lernphase. Also wir kennen die Dreier. Zack, zack, zack. Werkstück Konzentration. Aber es macht ja auch Spaß, ne? Also man, es ist eine Geisteshaltung, ob man davon frustriert wird oder ob man an der Qual eine Lust entwickelt. Das war die Dreier. Okay, das ist die. Okay, ist auch eine Dreier. Die Schwerter unten, jetzt kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, schön abgekommen. Und er hört auch nicht auf, ne? Also er kann einfach so weiter tanzen, wie er will. Das war die Dreier wieder. Eins, zwei, drei, vier, 5, 6, 7, 8. Okay, er darf 8 nacheinander machen. Gar kein Problem. So, Schwerter unten. Schwerter 1, 2, 3, 4. Kombo, jetzt kommt wieder. Also so. 1, 2. Verzögert er und okay. So und. Wuhu! Okay. So, Schwerte unten, Schwerte hoch. 1, 2. 2er. 1, 2, 3. Ah, da wollte ich ihn rein. Das wäre gut gewesen, habe ich aber nicht geschafft. Gar kein Problem. Wir lernen heute Relana Klasse. Relana 1, den Schein machen wir heute. Relana 1. Und dann kommt die zweite Phase und das ist dann Relana 2. Boah, aber ich bin ein bisschen versucht, weil das wird eine Weile dauern und mir mangelt es nicht an Motivation, aber ich frage mich, ob es besser ist, vielleicht irgendwo erstmal woanders hinzugehen. Sich ein anderes Setup zu holen, aber okay, lesen wir weiter. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, das ist die lange Kombo, glaube ich. Das war jetzt doch nur eine kurze. Okay. 1, 2, 3, 4
Und aufs Maul? Einfach immer aufs Maul. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, das ist die Achter-Kombo, Lecomio. Ja, da muss ich einfach am besten gar nicht reingehen, weil da muss ich echt nur ausweichen. Ich glaube, das ist besser, wenn ich sie austanzen lasse. Sag mal, wie ist denn das eigentlich für euch gerade? Habt ihr harten Delay? Also geht das für euch klar tontechnisch oder ist das mega nervig? Mach mir ein bisschen Sorgen um euch. Ihr habt gebastelt, geil. Okay. Das ist nämlich super mies. 1, 2 und 3. Okay, hab ich einfach nicht getroffen. Das wird wieder die kreuzte Klinge. Ah, ja, 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 ja. Okay, das ist ja die Satzheiße Ohren-Kombination. Ja. Warum machen wir das? Nein, warte, ich war nicht so weit. Ah, oh, je, je. Finger war doch an der Nase. 1, 2, 3, 4, 5, eine kleine 5er Runde, 1, 2, 3. So, es gibt die Dreier-Kombo, es gibt die 5er-Kombo. Oh, hat der mich am Fuß gestreift, oder was? 1, ja, schon, das ist der eine, 1, 2, Das ist natürlich dumm. Das ist einfach mega mies. Und 3. Okay, komm. Und aus. 1, 2. Ach scheiße, jetzt kommt die nächste wieder, ich lasse sie nicht dran. Ja, ja, okay. Ja, das war wieder die 7er-Kombo. Das wusste ich, aber ich habe gedacht, ich kann durchrollen. Okay, Stück für Stück konzentrieren wir uns, arbeiten Attacke für Attacke, müssen wir jetzt lernen, dechiffrieren und darauf antworten. Ich brauche aber irgendwas hier so... Pass auf. Ich merke, wie hier meine Handgelenke... Ich lege mir jetzt hier so ein kleines Kissen. Das seht ihr gar nicht. Das kann ich, oh, das ist gut. Oh ja, das ist... Oh, warte. So ein Zock. Ja, das ist... Ah, okay. Gut, wir haben jetzt ein Zockkissen hier an der Hand. So, warte. Okay. Oh, Nikola baut irgendwas Cooles. Was baust du? Bei den die Seelen die ganze Zeit sehen kann. Okay, cool. Auch wenn du mit der Kamera drüber bist. Das halte ich für schlecht. 1, 2, 3. Ja, naja, war ich zu langsam. Ich wusste aber, was kommt. 1, 2, 3.
Ja, und den, ich weiß genau, und kannst du das nicht verhindern? Was macht er dir aus dieses? Ja. Drei, Mann, ich weiß, was kommt! Eins, jetzt kommt der 7er-Kombo. Nee, auch nicht. Eins, zwei, drei. Alter, was der mir abzieht, wenn er mich einmal trifft. Sieben noch kommen, ey, war nicht die Sieben. Ah, man weiß immer nicht, ob da jetzt noch die 7 noch kommt oder ob das dann da das damit gewesen ist. 1, 2, 3. Kann er auch als 7er machen. Ja, ich kann schnell noch wieder weg, nachdem ich getroffen habe. Musik ist zu laut. Kein Problem, ich mach das leiser. Entschuldigung. So, Musik ist zu laut. Ich hoffe mal, ihr könnt gerne weitere Anmerkungen. Wir können auch sagen, wir können auch die Musik ein bisschen runterdrehen, ne? Also ist ja gar kein Problem. Die Musik auf, können wir auf 4 machen zum Beispiel, wenn ihr wollt. Okay. So. Eins, zwei. Oh Gott, das nervt mich. Das hat mich gerade genervt. Ich bin so frisch in den Kampf und sowas. Aber diese Geister nerven mich auch so hart, die ganze Zeit hier rumlaufen. Warum? Come on! Am Bürzel gestreift. Nein, warum mach ich das nicht? Verdrückt. Wie schlimm war verdrückt, seht ihr nicht? 1, 2. 1, 2. Warten. Ich weiß genau, was kommt. Und ich komme. Den letzten Schlag komme ich nicht weg. Die Reichweite habe ich hart unterschätzt. 1, 2, 1 mit der Tanz. 2, 1 war der 4er Tanz. Oh shit, dann ist er weg. Ups. 1, 2, 3. 1, 2, das war der schnelle, den kann ich ausweichen. Oh Mann, ich weiß doch, was kommt. Ich brauche viel zu viele Flasks. Oh Mann, und die müssen treffen. 2, 3, und da muss ich in ihn reinrollen, dann muss der aber auch treffen, so geht das nicht.
So, so muss das nicht passieren. Muss ich da oben rein. So, und genau, und ich weiß, dass. Ah, das ist diese Vierer-Kombo, die mit dem X endet. Ich mache kaum Schaden. Ich muss mehr an ihn ran. Ich brauche vielleicht auch einfach bessere Waffen. Ich mache zu wenig Damage. Das dauert ja ewig und drei Tage. Ich glaube, ich brauche hier so einen richtig mächtigen Kriegshammer, mit dem ich so auf den Kopf reinfällen kann. Das ist ja so nicht zu schaffen. Roll, roll, klonk. So ein richtig zerstörerisches Klopswerkzeug. Eins, zwei, drei. Ah, okay, das ist die Jumba 6. Alles klar. Macht er direkt zum Auftrag die 7er. Ist okay. Eins, zwei, zweier. Komm, jetzt machen wir eine Dreier. Eins, zwei, zwei, zweier. Eins, zwei. Schlecht, 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 schlecht. Wir kriegen das hin, wir kommen dahin, aber ich mache mir echt ein bisschen Sorge, wenn die zweite Phase kommt, weil wenn es jedes Mal so lange dauert, die in Phase 2, wenn ich erstmal überhaupt dahin komme, dann kriege ich sie in Phase 2 und was dann? Die wird ja nicht schlechter werden dann. Das muss, heißt, ich muss ich wieder alles neu lernen und jedes Mal mich dahin schnetzeln, das wird echt schwierig werden. Ich bin kurz davor zu sagen, come on, wir müssen nochmal kurz woanders hingucken, so ein bisschen besser equippen. Genau. Und da muss ich vor ihr landen, damit ich auch treffe. So ist das ja albern. Ich habe da richtig gerollt, nur ich muss vor ihr landen, sonst wird das nichts. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. So, so muss ich bei ihr landen, genau. Dass ich bei ihr landen kann. Okay. Eins, zwei, ja. Natürlich dann wieder sehr schnell, das zu bestrafen. Oh, ich hätte noch was zu sehen. Ja, ich weiß, es kommt. Das ist dann nicht so leicht. Rein.
Ja, das war genau das, was ich... Ich gehe in diese 7er-Kombo rein. Obwohl ich weiß, dass die 7er-Kombi kommt, aber ich werde dann irgendwann auch ungeduldig, weil es dauert halt ewig. Weil ich kein Damage mache und ich oftmals auch, ich auch nicht jede Lücke perfekt ausnutze, weil auch nicht, weil manche Attacken dann, ist es, kommt da jetzt noch einer, ist das die 3er oder ist das die 7er? Und dann muss ich halt perfekt so vor ihr zum Stehen kommen, dass ich sie halt auch treffe mit meiner Pipi-Reichweite. Da ist vielleicht natürlich so ein, vielleicht ist da so eine einhändige, so ein einhändiges Riesenschwert oder so. Wäre da vielleicht besser, auch mit einer besseren Reichweite, weil ich dann ein bisschen mehr quasi auch an ihr vorbeirollen könnte. Aber ich habe jetzt auch nichts. Das sind auch keine, das sind alles Stärkewaffen, also es ist nichts für mein Bild. Es gibt natürlich keine von diesen riesigen Geschicklichkeitswaffen. Also das, die Waffe ist nicht perfekt. Den hasse ich, schätze ich immer die Timing falsch ein. Das meine ich. Da muss ich besser rollen, dass ich genau vor ihr zum Stehen komme, sonst treffe ich sie nicht. So. Okay, das war dumm. Nee. Das finde ich scheiße. Du machst immer, wenn du den machst, machst du einen nur. Das war gemogelt gerade. Ich weiß, dass das die 7er ist. Aber ich kann auch nicht immer nur zu... Oh, fuck. Oh Gott, jetzt ist die zweite Phase. Ich weiß nicht, was sie macht.
Warte! Ich hatte nichts mehr zu snacken. Boah, ey. Boah, wird das ein wilder Tanz. Wie soll man da die Konzentration hochhalten? Über 20 Minuten. Das ist ja unfassbar. Die Kacke ist, jetzt muss ich jedes Mal... Ey, das geht ja nicht. Ich muss jedes Mal jetzt über durch die Phase 1, um die zweite zu lernen und dann noch überhaupt Gehirnkraft zu besitzen. Guck mal, das meine ich, ne? Da kommt ich also ran. Das ist ja shit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann kommt direkt die Poste, ne? Nehme ich ihm einen mit und ich habe nicht mal die Zeit, wieder wegzukommen, weil... Ja, wieso? Weg, weil ich die Flasche am Mund hatte. Ich bin ein bisschen offensiver, weil ich einfach merke, dass es schneller gehen muss. Zu lange mit dem Snacken der Flasche. Ja, weißt du, wie oft habe ich den gefressen schon? Fuck. Jetzt werde ich zu oft zu ungeduldig. Das ist halt einfach. Da wartet der nur drauf. Zwei Blasen sein. Immer noch ein bisschen. Gymnastik. Ich bräuchte so 5 Masseure oder Masseurinnen, von denen jeder jeweils ein Finger, aber also die haben 2 Hände, die können jeweils ein Finger, also 2 Finger
pro Person. Und die würden mir dann jeden Finger einzeln so ein bisschen kneten. So fünf Leute so an meinen Fingern dran. Und dann hat man ein bisschen mehr Kraft. Aber ich merke wirklich, dass ich muss hier auch mal Sauerstoff reinlassen. Ja, das geht hier überhaupt nicht. Ich baller mal hier ein bisschen. Ich habe so einen kleinen Ventilator, der wird hier hochgeballert. Baller den jetzt hier richtig hoch. Okay, komm her. Okay, das ist wieder die Dreier. Ich hab gedacht, der macht einen. Ja, dumm, 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 dumm. Das ist die Siebener wieder. Ich muss einmal kurz heilen. Ah, Siebener. Oder Vierer war das. Fehler 7er. Hat sie mit der 3er verwechselt. Ich versuche ein bisschen offensiver zu sein. Also dieses, das, wenn ich halt zu defensiv spiele, dann dauert es halt ewig und 3 Tage. Und dann kann das sein, dass ich irgendwann wirklich daran scheitere, dass ich nicht so lange den Fokus halten kann in meinem Hirn. Und je besser ich sie verstanden habe, desto leichter ist es auch, an ihr dran zu sein. Aber das ist natürlich dann auch 10 Minuten rollen und dann muss ich auch Ausdauermanagement machen, weil ich habe halt irgendwann keine Ausdauer mehr, wenn ich nur noch wegrolle und keine Distanz bringe. Habe ich mal versucht, das war, hat okay geklappt. Ich habe sie sogar richtig in die Ecke gedrängt gerade. Da muss ich natürlich ein Heilfenster finden. Also ich muss irgendwann den Punkt finden, wo ich heile. Und Ausdauermanagement ist ein großes Thema. Hat Relana eine interessante Geschichte. Das ist die Schwester von jemandem. Punkt. Ausdauer, ne? Das ist die Kacke, was ich gerade sagte. Wenn ich zu offensiv bin, habe ich keine Ausdauer. Ja, okay, das ist der Vierer, mit der geht immer mit dem ziemlich am Haken. Das ist jetzt echt bitter gewesen, diese Sequenz. Ja, die müssen einfach sitzen, die Dinger. Ausdauer, ja, und jetzt habe ich keine Distanz zu ihm, das heißt, ich kann mich nicht heilen. Ich
das meine ich, ne? Da habe ich kaum Zeit. Ja, okay, das ist super schnell. Danach die 7er-Kombo zünden mit den Dolchen zusammen, ne? Ach, so ziehe ich über Fairness. Ich weiß genau, was passiert. Das ist immer dieser Abakat. Mann, ich weiß genau, was das ist, diese 3er-Kombo. Das ist aber vom Tempo halt derbe schnell. Jetzt noch ein bisschen Gas haben, ein bisschen ausweichen. Ah, sind wir schon, okay. Du bist wieder diese 5-fache Attacke hier oder was? 1, 2, 3, 4. Du musst da nach vorne, 1, und dann stehe ich direkt vor ihr, das wäre eine gute Idee. Also. Wir haben, finde ich, sie ganz gut schon jetzt mittlerweile entschlüsselt. Das Ding ist, die Herausforderung ist bei sowas ja, die Frustration einzusperren, einzukerkern in ein tiefes Verlies, wo all die anderen unaufgearbeiteten Gefühle stecken und sich dann darauf zu konzentrieren, was ist ihr Angriffspattern, was macht sie für verschiedene Sachen, wie kann ich das lesen und richtig auch das Timing ansetzen, um richtig zu rollen. Und dann auch so vor ihr zu landen, dass ich einen mitgeben kann und dann genug Ausdauer zu haben, um überhaupt noch sich bewegen zu können. Das ist schon nicht so ohne. Und dann kommt auch noch die zweite Phase. Das ist 1, 2, 3, 4. Ja, ich weiß, wusste, dass der kommt. Aber dem auszuweichen. 1, 2. Genau da, wo sie mich haben will. Eins. Nicht gut reingekommen. Eins. Nicht gut. Nicht gar nicht gut reingekommen. Das ist hier der Siemer. Ja, obwohl ich das wusste, einfach weil ich jetzt frustriert bin. Brust gerade. Ich hab hier wieder die Presse auskommen. Das war der einfache Zweier, den ich nicht nehmen könnte. Falle.
Lalalalalalalala. Geduld, Nils, ist aktiviert. Gehören muss. So, Gehirnmodus. Oh, ich muss dringend Online-Modus ausschalten, das nervt. Auch das ist unnötig. Hey, was? Alter. Diese harte Rückhand, die er mir dann gibt, das ist halt. Ah! Okay, das war die Dreier. Ah, ich bin jetzt quasi schon raus. Ich hab hier schon viel zu oft. Naja, jetzt hab ich schon weggeschmissen. Dieser Run ist jetzt ein Trainingsrun. Alter, wieso bin ich denn? Okay, das war mies. Dass ihn so im Nahkampf zündet. Let's go, let's go. Einfach immer rein. Ey, wisst ihr was? Muss ich einmal rausgehen, wenn ich mich nicht mehr manuell, wenn ich nicht mehr, ja, ich will ja offline spielen. Mich nerven die ganze Zeit diese Geister, die da im Bossraum hin und her huschen. Ich glaube, die gehen nur weg, wenn ich offline spiele, oder? Die nerven mich. Das sind immer das. Und wenn es nur 3% sind, aber die huschen da so rum und mein Auge registriert die und verbraucht Gehirnkraft. So, wo kann ich das jetzt. Ich will. Kann ich das einstellen? Da. Offline spielen. Danke. So, und wieder rein. Jetzt sind die ganzen nervigen Sachen weg. Was? Wie sind die denn hier auch alle hier? Ich hab doch gesagt, ich will offline spielen. Padre, vielen Dank. Das kann nicht passieren, dass der nicht so oft. Das ist immer diese Dreierfinger, die hasse ich am meisten. Okay, ich lass mich jetzt, glaube ich, das bin schon, diese Runde ist einfach hinüber. Das hat mich echt hart genervt. Ja, und da, das ist immer diese Kombination, die Dreier mit den gekreuzten Schwertern, die ich immer reingehe. Und das. Dieser Run ist die Katz. Ja, so ein Typ, der sich wahrscheinlich extra schwer macht, indem ich einfach nur kämpfe mit meinem Standardbild und nichts optimiere, keine Buffs mache,
keine spezielle Waffe hole, die für mich gegen den oder whatever. Es ist ja auch eine hausgemachte Dummheit. Also ich meine Taktik, es gibt, das Spiel ist ja vielseitig. Kann man ja auch ein bisschen was variabel sein, aber nein. Ausdauermanagement. Oh Gott, das war so dumm. Da habe ich diese 5er-Begrüßung gut weggerollt und dann habe ich aber leider, bin ich cocky geworden, habe ich hier eingegeben und dachte ich, ja, wenn ich hier eingebe, kann ich hier auch 2 geben. Ei. Wie ist Fußball ausgegangen? Ukraine gewinnt. Oh, krass. Oh krass, das freut mich sehr für die Ukraine, das ist aber vielleicht für Deutschland gar nicht so gut, weil das die Chancen erhöht, dass Spanien im Achtelfinale einen leichten Gegner hat. Guck mal, das ist ja wieder so ein typischer unbeleidigter Move gewesen. Ich das nicht einsehe, dass die so viele Moves machen darf. Ja, und immer der! Das ist mein Kryptonit. Ich bin gerade ein bisschen rausgeflutscht aus dem Kasse. Ich befinde mich in einem Konzentrationsloch, ich sag's wie es ist. Gerade in ein kleines Loch gefallen. Hirnloch. Genau. Dass nicht mal physikalisch stehen, wer so eine Wirbelsäule hat. Dass er quasi diesen Schlag hinter sich anbringen kann mit voller Kraft. Würde ich gerne mal sehen, wie das gehen soll. Ich bin aber auch nur kurz. Ich weiß alles, was ich von einem Verhalten habe. Ich wusste, es ist einfach zu früh. Keine neuen Sachen mehr. So, komm her, wir gehen jetzt nochmal in den Nahkampf. Ich war gerade ein bisschen trotzig. Oh, vielleicht muss ich mir kurz die Hose anziehen. Das ist sehr warm. Ein bisschen so Sauerstoff. Okay, alles klar. Okay, warte, ich muss.
jetzt sind wir wieder drin. Also, das Fenster ist offen, das tut mir gut. Frische Luft. Ich rieche sie förmlich. Das war dumm von mir, so dumm. Ein ziemlicher Ausfallschritt. Das nervt mich gerade, ich bin von mir selber genervt. Genau, was passiert. Ignoriere ich, was passiert gleich. Mann, es ist nicht gut gerollt. Ich weiß doch, was kommt. Oh, so. Jetzt lassen wir mal ganz kurz Luft. Luft kommt jetzt hier rein. Kommt sie so reingebrettert in ihr nach der armlichen Luftart kommt sie hier rein. So, Sauerstoff ins Gehirn direkt. Synapsen trinkt reichhaltig von diesem leckeren O2. Saugt, trinkt, labt euch. Und jetzt ist wieder gut. Ich beschwöre keine NPCs, bin ich verrückt. Wird nichts beschworen. Ja, das habe ich jetzt mit Absicht gemacht. Das Wetter ist heute echt merkwürdig. Ja, das Problem ist, es ist super schwül draußen. Es wird irgendwann gleich hier gewittern bei uns. Und das kommt gar nicht so. Die Luft ist so dick da draußen, dass sie gar nicht sich bewegen will. Das ist so eine richtig faule Luft. Eine richtig dicke, faule Luft. Und die will hier nicht reinkommen. Da sind wir wieder. Hallo, Relana. Relana. Los, let's go. Ja, wieder komplett falsches Timing. Da! So, die Zweier, die ich mitnehmen soll. Ja, die ist so schwer zu kontern. Ja, ich weiß, dass der kommt. Der ist so schwer auszuweichen. Genau der wieder. Der ist. Das Problem ist, der kommt sehr schnell nach der nächsten Attacke. Du hast kaum Zeit, irgendwie wegzurollen. Ja, und das ist meine absolute Nemesis. In der Reichweite. Als wenn er wüsste, dass ich mich heilen will.
Nein, 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 nein. Lalalalalalala. Da war ich halt einfach kackdreist. Gibt's da vielleicht die Möglichkeit, einfach so um sie rum zu tänzeln? Ich glaube, ich sollte da einfach in ihren Rücken rein luschern. Da war ich schon dicht dran. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar clever ist, an ihr dran zu sein, wenn in dem Moment, wo sie das macht. Ich glaube, ich muss so ein bisschen hinter sie, vielleicht geht das ja. Wäre natürlich ein Traum, wäre, wenn sie einfach nach vorne dann so eine Combo hat, die sie nicht unterbrechen kann. Und dann schleudert sie 5 von diesen Blaubögen nach vorne. Und dann kann ich ihr schönen 5 an den Rücken kloppen, das wäre geil. Die kriege ich immer, ich fress jedes Mal. Es ist auch frech, dass sie die Combo noch machen darf. Das ist. Nein, ich hab mich verdrückt! Das war ein großer Zeit. Ich hab. Oh, ich hab aus Versehen die Trinkflasche gezückt. Wo ich doch eigentlich das gar nicht wollte. Hab ich mich zu einem Fehler hinreißen lassen. Ich mach doch eigentlich gar keine Fehler. Ja, die Luft steht, ne? Ihr bestätigt das. Jetzt schmiere ich mir noch den Angstschweiß meiner Hände in meine Augen, wobei die Augen doch so unverzichtbar sind in diesem Kampf. Ob ich jetzt einfach mal in den Austausch gegangen habe, ich keinen Bock gehabt. Das war wieder so ein dummer Auftrag, so unnötig schlecht. Aber wie krass lange sie das Schwert oben hält. Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass sie das ändern kann. Wie lange sie das macht. Und wieder rennen wir rein. Das ist uns doch ganz egal. Rein damit. Ärgert mich jetzt gerade hart. Das ist einfach unfassbar dumm. Jetzt habe ich hier auch noch eine richtig dicke Fliege. Ah,
Ich verbrauche schon wieder viel zu viel Flasks. Ganz schwer auszuhebeln. Das ist nicht gemein. Okay, ich bin gerade ein bisschen einfach nicht smart. Okay, das ist ja gemeingefährlich. Also jetzt macht sie ja was ganz anderes. Also okay, alles klar, wenn ich jetzt zu dicht rangehe, dann kommt sie mit der Flammenattacke. Und wenn ich weiter weg bin, kommt sie mit der Blaubogenattacke. Welche ist mir denn lieber? Okay, also das Problem an der Flammenattacke ist, die hinterlässt ja so feurige Klumpen auf dem Gestein. Und dann sterbe ich am Brandfuß. Nee, das wollen wir nicht. So, kurz, warte. Wisst ihr, was ich jetzt bräuchte? So einen nassen Lappen, den ich mir so aufs Gesicht legen kann. Vielleicht mit den Augen, die so freigeschnitten sind. Und dann kann ich... Da hätte ich Interesse dran. So, dass er im letzten Schlag so stark verzögert. Ja, auch das weiß ich, aber ich habe gedacht, oh, der kriegt doch nicht an, wenn ich hinter ihm stehe. Das ist ja schlecht. Wenn das komplett verkackt schon. Thank you.
so vorne. Ausdauer war weg. Die Ausdauer war weg. Ist nicht gut. Okay. Aber ich bin noch nicht am Ende meiner Geduld. Meine Frustgrenze ist noch nicht durchbrochen. Aber wisst ihr was? Entgegen jeder Wahrscheinlichkeit, entgegen jeder Vernunft, habe ich das Gefühl, ich habe das Tal überwunden. Ich muss da ein bisschen auf Klo leider, aber ist mir egal, das unterdrücke ich jetzt. Ich habe das Gefühl, wir haben das Tal des Elends, das Tal, die Einöde des Frustes durchschritten. Und wir sehen in der Ferne das grüne, fruchtbare Land. We get there. Der braucht schon geiles Equipment. Muss ein bisschen aufpassen, Ausdauer, leider Problem. Ja, das alte Problem des Timings. Ja gut, egal. Ist nicht schlimm. Viel vom DLC werden wir heute wohl nicht mehr sehen. Sei nicht so negativ. Sei bitte nicht so, Hans of the Forest, du darfst nicht so negativ sein. Wir müssen alle positiv denken, positiv fühlen. Dann passt das schon.
Ja, das ist die Sigma-Kombo, da darf ich natürlich nicht so dumm sein. Das ist jedes Mal eine Flasche, die das kostet. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Meine Güte. Ist nicht gut genug. Egal. Wir rennen an den ganzen Tag. Wir rennen an. Warte mal, ich habe mal eine Idee noch. Ah, das kann ich nur am Bonfeuer machen, glaube ich. Obwohl Feuer. Was habe ich jetzt für eine Flasche? Habe ich nicht so eine Flasche auch gegen Feuer? Die habe ich ja noch gar nicht benutzt. Diese hier. Warte. Nee. Diese hier. Warte mal. Guck mal, jetzt ist da bestimmt irgendwas. Was haben wir denn hier noch Feines? Ja gut, was nehmen wir denn noch? Das erhöht maximale LP. Arzneigemisch regeneriert Hälfte der Gesamt-LP. Aber wenn ich den einmal nehme, oder was? Die kann ich ja pro Kampf noch einmal nehmen, wieso eigentlich nicht? Das ist schon gut. Machen wir mal so. Die haben wir noch gar nicht mit einbezogen. Diese Flasche, die kennt der noch gar nicht. Wer hätte das gedacht? So, komm jetzt. Vielleicht gehe ich diesmal einfach nicht direkt zu Beginn in den Infight mit dir. Vielleicht lasse ich mir mal Zeit. Was hältst du denn davon? So, jetzt geht's los. 0-0. Natürlich, es ist immer das! Lecko, Mio! Ich muss sagen, das ist schon auch ein bisschen Frust jetzt. Aber gegen mich selbst, ne? Nicht so, dass der Gegner jetzt unfair wäre. Das ist albern und unfair, aber allgemein bin ich gegen mich selber gefrustet. Ich will, dass diese Runde eigentlich gar nicht mehr überleben. Weil es war nicht gut wert gewesen. Weil es bei uns gelegen hat. Die ganze Zeit habe ich gedacht, warum liegt es bei uns hier wegen? Das war noch nicht genug von diesen etwas in Jahre gekommenen Erdbeerkuchen. Nicht zusammenfallen jetzt, bitte bleibt zusammen. Ja, danke. Ich merke das. Das ist die Lösung. Das ist der Erdbeerkuchen.
Geh doch nochmal woanders hin. Ja, das kann ich machen. Ich bin aber so ein sturer Bock. Du weißt nicht, wie stur ich sein kann. Ehrlich gesagt bin ich überhaupt nicht stur. Ich widerspreche mir nur gerne. Kuchen. So. Mhm. Kuchen gegen den Wahnsinn. KGW. KGW. Now let's go. Now let's go. Ich bin na klein, ich muss mich wieder hochpeitschen jetzt. Ich merke, dass die Konzentration nach all den Stunden mühseligen Anrennens. Ja, du kannst jetzt nicht besiegen. Ja klar, du startest mit der Siegfach-Kombo, natürlich machst du das. Ich merke richtig, wie ich gerade einfach. Ja, ich brauche keine Pause. Das kannst du nicht so schnell lesen. Das ist auch verboten. Fu, 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 ernsthaft. Fu, fu, you. Doppelfu. Oder was? Wir sollen nochmal einschlagen. Nein, zu früh, dummer Nils! Ah! Ah, wieso denn? Warum? Ich wusste, dass das geschieht und habe es nicht verhindert. Aber wir sind wieder drin. Die Sinuskurve des Grauens schlägt wieder nach oben. Ne, beziehungsweise ist das Grauen unten. Oder dann, wenn sie des Grauens heißt, müsste das ja eigentlich oben. Dann egal. Jedenfalls merke ich, wie es wieder bergauf geht. Das war jetzt eine Talsohle, aber der Kuchen zeigt Wirkung. Kurzzeitig füllt er mich an mit Zucker, mit Kraft, mit Konzentration. So, und nochmal wieder rein. Easy peasy, gar kein Problem.
er so schnell nach der 7er-Kombo wieder schlagen darf, ist übrigens auch eine komplette Frechheit. Auch diese schnelle Rückhand immer, ne, ist auch gemein. Das ist auch scheiße einfach. Dass er wie so ein Frosch einfach seine Froschschuhe aus Metall dann einfach zu sehen. Man kann überhaupt nicht springen mit seiner Rüstung. Das ist völlig unmöglich. Sie wiegt viele, viele Kilo. Er hat total die schmalen Weberknechtbeine. Und damit dann so zu hüpfen wie so eine Grille, das ist einfach völliger Quatsch. Und eine total unrealistische Programmierung. Und wenn Elden Ring hier irgendeinen Preis gewinnen will bei den Nils Morf Game Awards, dann muss man das ein bisschen fixen und die physikalischen Realitäten unserer Welt damit einfließen lassen in die Programmierung. Was ist das für eine Scheiße? Ich habe immer noch die Flasche. Ich habe immer noch die Flasche nicht benutzt, fällt mir gerade ein. Wieso habe ich denn bislang die Flasche nicht benutzt? Warum sind die Geister noch hier? Ich habe gesagt, ich spiele offline. Wo ist das Problem? Da, Offline-Spiel. Rufzeichen deaktivieren. I don't get it. Wo kriege ich das weg? Die sind doch schon deaktiviert. Wer hat das, euer Rufzeichen? Warum? Warum muss ich die Geister anderer Menschen sehen? Ich hatte schon neu gestartet, beziehungsweise, ja, also ich bin raus ins Menü, ins Hauptmenü. Das komplette Spiel neu starten, das ist doch zu viel verlangt. Puh, einfach, ernsthaft. Das ist unter. Diese flache Rückhand ist auch so scheiße. Jetzt ist er die Flasche geschluckt. Was willst du jetzt? Ey, warte! Oh, Schweingesicht. So, jetzt sieht es nämlich anders aus hier.
dumm. Nein, jetzt, ey. Ich weiß genau, was passiert. Ich lache der Kreissäge ins Gesicht. Ich renne hinein, füttere sie mit meinem Leib und trinke sie mit meinem Blut. Es ist eine reine Konzentrationssache, weil mir gerade, das ist wie so eine zweistündige Klausur, die man gerade gemacht hatte in der Schule. Physik, Mathematik, Klausur, MAFÜ. Ich hatte heute wieder 2 Stunden MAFÜ, eine MAFÜ-Klausur geschrieben. Und dann kommt man nach dieser Klausur 2 Stunden, kommt man da raus und dann setzt man sich noch in whatever, Chemie-Leistungskurs, lass mich in Ruhe. So ist das gerade, ist albern. Gehirn braucht erstmal irgendwas anderes jetzt. Aber wir sind schon gut vorangekommen. Eigentlich. Ich kann nur gerade das nicht umsetzen, was ich eigentlich weiß. Da zum Beispiel. Langsam. Nein, warte! Ich bin noch nicht fertig. Polen schießt ein Tor. Oh, das ist für Österreich nicht gut. Die müssen das Spiel gewinnen, wenn sie weiterkommen wollen. In die Community tragen als Lernvideo für diesen Boss, der auch knackig ist. Also How to Slay the Boss. Nenne ich einfach das Video. Tschüss.